Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Hier immer noch im Kristallpalast, unserem siebten Dungeon. Im letzten Part hatten wir hier noch so ein krasses Schieberätsel. Ja, ich habe ein bisschen gebraucht, ehe ich das gelöst hatte. Aber am Ende ist doch noch alles gut geworden. Und eine neue Tür hat sich geöffnet. Ich bin gespannt. Es geht jetzt nämlich zum Bossfight, Leute. So, ich denke, da sind wir doch gut aufgestellt für. So, nochmal saven. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich es mache. Also wir haben ja jetzt aktuell einen Angriffsorten drin, der unsere Verteidigung um 1 senkt und den Angriff um 1 erhöht. Soll ich das so beibehalten? Oder soll ich lieber auf Verteidigung gehen? Ich könnte es ja genau andersrum machen, weil ich habe ja beide Varianten. Ich glaube fast für einen Bossfight ist das besser. Weil dann haben wir halt eine Verteidigung mehr. Jetzt haben wir aktuell einen weniger. Ich weiß halt nicht, wie der reinhämmert, der Boss, ne? Und meistens sind die ja irgendwie so mit ein bisschen Rätseln verbunden. Deswegen, ich würde das mal tauschen. Ich denke, das ist die bessere Variante. Ich hoffe es einfach mal. Okay, oder der Vermeider. Ich glaube, ich nehme den Vermeider mit rein. Da sind wir in der Mitte. Da haben wir einen guten Mittelweg. Ich glaube, das ist besser. Machen wir es so. Ja. Alles klar. Habe ich schon gespeichert? So. Let's go. Rein da. Ich bin gespannt. Was war das? Kristallkönig, ne? Wer ist in meinen Palast eingedrungen? Okay, der sieht auch ein bisschen unsichtbar aus. Geisterhaft. Mario, du bist also endlich da. Du glaubst also tatsächlich, den Stern retten zu können. Aber ich fürchte, ich kann das nicht zulassen. Zuerst werde ich dich besiegen und dann werde ich Bowser einen Mario auf Eis zum Geschenk machen. Krasse Mucke. Okay, mit vielen Gegnern tatsächlich. Ich bin gespannt. Boah, die Musik ist cool. Okay, wir machen mal Mitglied wechseln. Gumbario ist am Start, Leute. Okay, ich hätte mir ja irgendwie von Gumbario gewünscht, dass der einen Massenscanner hat, dass ich alle Gegner auf einmal scannen kann. Splitterchen. Kristallkönig ist erstmal das Wichtigste, denke ich. Das ist der Kristallkönig. Er gehört zu Bowsers engsten Verbündeten. Ich habe keine Ahnung, wie er es geschafft hat, den Palast zu übernehmen. 70 KP, Angriffskraft 6, Verteidigung 2. Okay, der hat auch noch krasse Verteidigung. Er greift an, indem er Splitterchen auf dich abfeuert. Jede Attacke verursacht 4 Punkte Schaden. Die Anzahl der Angriffe entspricht der Anzahl der Splitterchen. Er wird auch versuchen, dich einzufrieren. Wenn seine KP niedrig sind, wird er versuchen, sich zu teilen. Ein Angriff hat dann eine Stärke von 8. Oh. Du kannst ihn nur verletzen, wenn du seinen wahren Körper triffst. Wenn du dir nicht sicher bist, solltest du alle auf einmal angreifen. Klingt complicated. Okay, ich würde sagen, wir machen erstmal einen Flächenangriff. Oder? Sternsturm? Beziehungsweise... Ja komm, ich mache einen Sternsturm. Gucken wir einfach mal, was passiert und wie stark diese Splitterchen sind. Das wissen wir ja aktuell nicht. Also, ich sag mal so, Flächenangriffe scheinen hier die Lösung zu sein. Okay, die Splitterchen sind auf jeden Fall nicht so stark. Er erschafft jetzt wieder neue. Jo, sind wieder 3 am Start. Wenn wir jetzt immer schon Flächenangriffe machen, müsste das eigentlich gut hinhauen. Dementsprechend, ich scanne nochmal so ein Splitterchen. Guck mal, was der so drauf hat. Das ist ein Splitterchen. Grundsätzlich sind Splitterchen nur Stücke des Kristallkönigs. Du kannst sie leicht zerstören. Sie haben nur 1 KP, oh. Und sind nur gefährlich, wenn der Kristallkönig sie ausspeit. Ihre Verteidigung beträgt 0, sie sind eher schwach. Aber sie werden immer wieder kommen, bis du den Kristallkönig besiegt hast. Okay, alles klar. Haben wir jetzt alle? Okay, alle am Start. Gut, dann, haben wir ja theoretisch eine Strategie. Multisprung auf alle.
Probier's mal. Geht klar. Oh. Mario wurde... das ist bad. Okay, jetzt kann ich nur mit ihm angreifen. Theoretisch, ich werde mal eure Strategie ausprobieren, die ihr mir gesagt habt. Ne? Wir machen mal aufladen. Und dann machen wir eine Multikopfnuss. Ich mache jetzt mal diese Strategie. Und guck mal, was da passiert. Ach shit. Was ist denn jetzt, wenn ich ihn wechsle? Bleibt dann sein Angriff trotzdem erhalten? Ich hoffe einfach mal. Denn ich brauche jetzt auf jeden Fall einen Flächenangriff, einen großflächigen Flächenangriff, der alles trifft. Sowas wie ein Tsunami. Obwohl Feuerangriff ja auch geil ist, ne? Aber da treffe ich die Fliegenden nicht. Ich mache Tsunami. Let's go. Müssten 7 Schaden gewesen sein. Mal gucken. Jo. Geilo. Und jetzt ist ja Mario wieder mit am Start. Ah, Mann. Schon wieder eingefroren. Ja. Also hier kämpfen scheinbar eher die anderen mit. Okay, Mitglied wechseln. Wir nehmen wieder Gumbario. Ne, denn sein Angriff ist jetzt weg, ne? Ja. Okay, das ist dann bad. Ne, dann nehme ich was anderes. Dann gefällt mir das nicht so. Okay, wir wechseln. Wer macht denn starken Einzelangriff? Ich glaube, Watt ist da ziemlich effektiv, weil er die Verteidigung umgeht. Und verbraucht keine BP dabei. Und der hat ja... der hat ja ordentlich Verteidigung. So, er beschwört seine Kollegen wieder. Mario ist wieder am Start. Hat Watt eine Flächenfähigkeit? Nö. Leider nicht. Mann. Paracarry. Koopa, Gumbario. Weiter geht's mit Sushi. Tsunami. Das war schlecht, ne? Es gibt, glaube ich, nur 6 Schaden. Aber ich will das gerne üben. Ich mag das. Okay, ich muss mich jetzt konzentrieren, dass ich den Angriff vielleicht ausweiche. Mit. Alter, ich krieg nur aufs Maul. Mario hat schon 20 Jahre keinen Angriff mehr gestartet. Mano. Okay. What? What, what, what? Bam. Okay, das ist ein sehr einseitiger Kampf. Mario ist wieder am Start. Ich weiß nicht, das ist irgendwie blöd. Oder? Ich kann mich auch nicht heilen oder so. Ist alles nicht so geil. Was ist denn, wenn ich so einen Megaschock mal mache? Geht das auch für Endgegner, also für Bosse? Ich glaube irgendwie nicht, aber ich probiere es mal. Drücke A, B zusammen, so schnell wie möglich. Das ist ja mega schwer. Boah, das ist ja super gut. Die sind gestorben und er wurde paralysiert. Eieiei. Okay, das ist sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Theoretisch könnte ich mich heilen. Ich glaube, ich nutze aber die Chance und baller mal voll drauf, oder? Ich glaube schon. Sprung, Hammer, Erdbeben. Oder heilen. Heilen, heilen, heilen. Könnte mich um 20 KP heilen. Ne, das lohnt sich noch nicht. Machen wir später. Wir machen erstmal einen Doppelsprung. Oh, mit Angriffskraftverstärkung. Jawoll! Das kommt passend. Let's go. Okay.
Schön 6 Schaden. Dann machen wir nochmal einen Elektrohieb drauf, würde ich sagen. Ja. Zack. So, er wurde entparalysiert, aber wir sind nochmal am Start. Frage ist, geht das jetzt einfach nochmal? Wäre cool, ne? Aber weißt du was? Ich mache jetzt mal den Turbolader für Mario. Zack. Machen wir ihn mal stärker. Und jetzt machen wir nochmal den Sprungangriff. Das sind nur 4 Schaden. Was? Warum kann der das? Wie unfair. Was für ein Penner. Hä? Der kann sich einfach 20 KP generieren. Warum? Was für ein Penner. Warte mal, kann ich jetzt einfach nochmal paralysieren einen Gegner? Drücke so schnell wie möglich A. Alter, wie krass sollst du denn da abbashen? Okay, da ist gar nichts passiert, leider. Schade. Ist halt die Frage, geht das im Allgemeinen jetzt nicht mehr? Oh, jetzt bin ich wieder gestunt. Shit. So, Elektrohieb. Jo, let's go. Okay, wir sind bei 23 Schaden. Ich bin gleich tot. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich kann ja nichts weiter machen. Ich kann unsichtbar machen. Ich kann unsichtbar machen, das kann ich machen. Ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, die ich gerade machen kann, oder? Sonst werde ich ja wieder gestunt. Ja, komm. Ich mach das. Unsichtbar für Mario. Sonst besteht halt die Chance, dass ich gleich weg bin. Vom Fenster. Jetzt teilt er sich auf, wa? Okay. Jetzt auf jeden Fall Flächenangriffe. Aha. Okay, Stern. Jetzt mache ich auf jeden Fall den Himmelskuss, würde ich sagen. Regeneriert 20 KP. Ja. Machen wir. Okay, ich finde, es ist bis jetzt der schwierigste Boss. Weil der hat halt so die ganze Zeit diesen Dauerstun. 7 Schaden, aber ich werde wenigstens nicht tiefgefroren. Das ist schon mal ein Anfang. Okay, was machen wir? Wir haben immer noch die Möglichkeit, hier so Sachen zu benutzen. Das könnten wir tun. Oder ich weiß halt nicht genau, wie sich das jetzt verhält. Mitglied wechseln. What? Fähigkeit. Wenn ich den Megaschock nochmal mache. Ich würde es mal versuchen. Boah, Alter, da passiert ja echt nicht mehr so viel, ne? Jo, wir haben ihn gestunt. Geil. Wieder 2 Runden schön angreifbar. Das gefällt mir. Sehr schön. Oh, cool. Freue ich mich. So, Fokus, Erdbeben, Hammer, Multisprung. Jo, ich würde sagen, einfach drauf, oder? Let's go. Machen nur 3 Schaden, da er 2 Verteidigungen hat. Ist es, glaube ich, auch wieder die klügste Idee, einfach mit ihm durchzuschlagen, oder? Elektrohieb. Ja, machen wir so. So. Mario 3 Schaden, also 6 Schaden. Dann ist er noch eine Runde paralysiert und dann hammern. Wir haben ihn. Wir haben ihn! Let's go! Oh, toll. Verkackt. Egal. Tschüss. Okay, geil. Also, Watt war hier auf jeden Fall der Schlüssel. Mit seinem Paralyse, super Paralyse-Schlag da. Das war echt gut. Oh nein, der Letzte, der hohen Sterne, König Bowser, vergib mir.
Geil. Das heißt, wir können jetzt in Bowsers Festung eindringen. Und Prinzessin Peach befreien, denke ich mal. Schön. Nice. Der sieht sehr erschrocken aus, der Stern. Wer ist er? Der sieht jetzt überhaupt nicht so besonders aus, tatsächlich, finde ich. Eher normal. Jeder andere Stern hatte jetzt irgendwie so eine Eigenart. Ah, nee, das ist ein Schnauzer, ne? Ja, es ist ein Schnauzer. Das ist gar nicht sein Mund. Okay. Kapitel Ende. Friedstar, der letzte der Sterne, wurde von Mario aus dem Kristallpalast am Rande der Welt befreit. Nun mit der vereinten Kraft der Sterne kann sich Mario, Bowser und dem Sternenstab stellen. Endlich ist die Zeit für den fulminanten Showdown gegen den bösen König Bowser gekommen. Kann Mario Peach retten und den Sternenstab zurückerlangen oder bleiben alle Wünsche unerhört? Speichern und weiter. So, ab zu Prinzessin Peach, ne? Oh Mario, ich frag mich, was er wohl jetzt gerade macht. Ich würde gerne wissen, ob ich ihm überhaupt helfen konnte. Natürlich hast du ihm geholfen. Mario geht es sicher gut. Du solltest stolz auf deine Taten sein. Mario weiß, was du für ihn getan hast. Und mach dir keine Sorgen, Prinzessin. Schon bald wirst du wieder mit ihm sprechen können. Hihihihi, ich hoffe, du behältst recht, Twink. Danke, dass du mich aufgeheitert hast. Lass uns wieder hineingehen. Oh, Bowser ist zu Besuch. Das war lange nicht mehr so. Oh, Prinzessin Peach, euer knuddeliger alter Bowser ist da. Knuddelig. Ah, der war gut. Wenn wir zur Abwechslung einen kleinen freundlichen Plausch halten, kommt schon, zeigt mir euer Lächeln. Ich hab dir nichts zu sagen. Oh, seid nicht so gemein. Ihr werdet noch lange Zeit mit mir verbringen, meine Schöne. Besser ihr gewöhnt euch daran. Bowser, Mario kommt und du kannst ihn nicht aufhalten. Oh ja, armes, dummes Gehör. Dem Sternstab bin ich unbesiegbar. Wusstet ihr das nicht? Mario hat keine Chance. Er ist erledigt. Findet euch damit ab. Eure Verknalltheit, wir haben einen Notfall. Ich hoffe, es handelt sich um etwas Wichtiges. Ich bin mitten in einer netten Plauderei mit der Prinzessin. Mario hat alle Sterne gerettet. Es besteht keine geringe Chance, dass er mit ihrer Hilfe hierher kommt. Wir müssen uns vorbereiten für den Fall, dass er hier auftaucht. Was? Mario? Gut, hör zu, Kami Koopa. Lass die Mannschaft ihre Posten beziehen. Wir bereiten einen Hinterhalt für ihn vor. Prinzessin Peach, wollt ihr dem Drama beiwohnen? Ihr dürft euch quasi aus der ersten Reihe ansehen, wie Mario zu Kleinholz verarbeitet wird. Du, ja du, fessel sie sofort. Wenn sie nochmals entwischt, werden Köpfe rollen. Nein, bitte! Du großer Koopa, zeig der Prinzessin gegenüber gefälligst Respekt. Was ist das für ein Piepsen? Des kleines glitzerndes Ding. Konfetti! Fort, verzieh dich! Twink! Schnappt euch die Prinzessin und jetzt los! Nein! Mal keine Szene mit der Prinzessin? Was ist denn da los? Also keine Laufszene. Mein Name ist Friedstar. Mario, das hast du gut gemacht. Danke, dass du gekommen bist. Du hast nun alle hohen Sterne gerettet. Wir stehen tief in deiner Schuld. Alles, was jetzt noch für dich zu tun ist, ist Bowser gegenüberzutreten. Meine Kraft soll dir helfen, den Sternstab zurückzuerobern, Bowser zu besiegen und den Frieden wiederherzustellen. Und Prinzessin Peach zu retten. Marios Sternkraft erhöht sich auf 7. Mario erhält die Sternkraft fort und weg. Fort und weg lässt alle Gegner die Freuden des Sternendaseins erfahren. Das ist ja eine tolle Beschreibung. Mario, eile zurück zum Sternschnuppengipfel.
Von dort aus bereiten wir dir den Weg zum Sternhafen. Der Name dieses Wegs lautet Sternweg. Bereist du den Sternweg, wird er dich in den Sternhafen führen. Mein einziger Wunsch ist es, dass du diese Welt rettest. Du kannst es schaffen, Mario. Wir sehen uns. Natürlich sehen wir uns. Jo, wir haben es geschafft. Also, wir sind jetzt vor dem Kristallpalast. Genau. Ihr habt mir gesagt, ich soll nochmal zu den Schneemännern gehen. Denn wenn ich da irgendwie dreimal gegen den Baum haue, kommt noch ein Brief raus. Ja, und wir merken langsam, das Game neigt sich dem Ende. Wie viel gibt es hier noch zu holen? Was haben wir noch für Geheimnisse? Was müssen wir noch machen? Das sind alle so... Ach du Scheiße, da war ein Sternsplitter. Ach du Kacke. Okay, ich hätte, glaube ich, richtig springen müssen, ne? Warte. Den hole ich mir noch schnell. Und auch gegen den Baum würde ich gerne noch schlagen, damit ich das nicht vergesse. Und ansonsten könnt ihr mir dann nochmal verraten, ob wir hier irgendwas noch vergessen haben. Ob ihr noch irgendwelche Geheimnisse kennt, die wir unbedingt machen müssen. Denn, ja, wie gesagt, das Finale steht kurz bevor. Und, achso, das kann ich mir jetzt theoretisch alles mitnehmen, ne? Weil, juckt mich ja nicht, dass die Türen alle zugehen. So. Let's go. Ja, den Kiesel lasse ich da. Der hat, glaube ich, sowieso nur den Sinn gehabt, dass er da drinnen liegt. Nein. Nein. Oh, was, der hat mich sogar erwischt. Der Penner. Ach, Mann. Was mache ich mit denen? Ach, egal. Ach, das ist jetzt die schwache Attacke. Ups. Zack. 4 Schaden. Ja, wir machen ein bisschen Überlänge, Leute. Ich will noch schnell die paar Sachen erledigen. Paar Sachen, naja. Oh. Nice. Du. So, 5 Schaden. Nice. Okay, 4 Erfahrungspunkte. Ist eigentlich nicht schlecht, ne? Könnte man auch nochmal ein bisschen farmen. Maximales Level ist wahrscheinlich wirklich, wenn man von allen 50 hat, oder? Also 50 KP, 50 BP und wahrscheinlich die 30 Punkte an sich noch. Ah, ne, hier unten war der Kiesel. So, wartet, Leute, ich will noch schnell zu den Schneemännern. Ups. Oh nein. Schnell weg hier. Keinen Bock auf ein Fight. Nein! Oh Gott sei Dank. So, jetzt müssen wir doch wieder bei den Schneemännern rauskommen, oder? Ja. Genau, ihr habt gesagt, ihr sollt nochmal hier irgendwie gegen den Baum hauen dreimal. Gegen welchen noch immer. Keine Ahnung, ob das der richtige war. Wahrscheinlich nicht. Ah, okay, da fliegen... Ah, da fliegt alles weg hier. Ah. Vielen Dank, Leute, für diesen tollen Tipp. Ich würde sagen, im nächsten Part geht's dann weiter. Dann stehen erstmal wieder ein bisschen Nebenquests an, Briefe und sowas. Und, ja, ansonsten schreibt mir bitte gerne, wenn ich irgendwo noch was machen muss, verpasst habe, etc. pp. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde gerne alles mitnehmen, was noch geht, bevor es dann ins Finale geht. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Zu Paper Mario. Tschüssi.